Ja, hallo, hier ist die Mela von den Kristallwesen. Ich wollte mal wieder mich melden und wieder anfangen zu bloggen, weil ich einfach merke, dass zurzeit viel los ist und mir tut es einfach gut, wenn ich darüber sprechen kann. Und mit dem Schreiben ist es teilweise einfach so, dass es für mich langwieriger ist wie mit dem Sprechen. Ja, es hat sich in letzter Zeit auch einiges verändert. Ich habe jetzt seit Oktober eine Therapeutin, beziehungsweise wir. Und wir kommen mit der eigentlich super gut klar. Die ist nett, die ist verständnisvoll, die bezieht auch die anderen Innenpersonen mit ein. Also das ist richtig toll, kann ich nur sagen. Also ja, und vor allem ist es so, dass ich gerade lerne, dass auch wenn ich mit irgendeinem schwierigen Thema zu ihr komme, wie dass ich Schmerzen habe oder dass es mir nicht gut geht oder dass irgendwas im System irgendwie ja, passiert ist, dass jemand irgendwie Suizidgedanken hatte oder so, dass sie mich halt nicht gleich abschiebt oder so und dass sie für mich da ist und dass ich sie auch anrufen kann und auch jeder andere von uns sie anrufen kann. Das ist echt super. Ja, und ich und meine Partnerin, wir sind immer noch zusammen und glücklich. Und das ist echt. Also, das ist das größte Glück, was mir passieren konnte. Auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass sie sich zu viele Sorgen um mich macht und ja, teilweise halt auch zu nah irgendwie ist. So ist es für mich doch ein ganz, ganz großer Halt und wir machen total viel zusammen jetzt vor ein paar Wochen. Waren wir im Katzentempel. Es ist so ein Café, wo Katzen dort leben und frei rumlaufen dürfen in München. Das war eine ganz tolle Erfahrung, auch für die Kinder und so. Und also das möchte ich auf gar keinen Fall missen. Das war jetzt mein WhatsApp. Und ja, und am 14. Februar, also am Valentinstag, habe ich ihr einen Heiratsantrag gemacht und den hat sie angenommen. Und das war für mich also richtig total schön. Und wir haben dann auch eine Innenkonferenz gemacht, weil ich halt nicht wollte, dass irgendeine Innenperson sich damit unwohl fühlt, gerade vom Alltagsteam. Und die haben es alle größtenteils gesagt. Sie geben uns den Segen und sie freuen sich für uns. Und das war echt schön, also eine Erleichterung, dass das alles gut klappt. Und jetzt ist wahrscheinlich am 19. Juli der Termin diesen Jahr und ich bin total aufgeregt und oh Gott, und kommt da überhaupt jemand zur Feier? Und es war natürlich für mich ein Schock, dass meine Mutter gesagt hat, dass sie damit nicht so einverstanden ist mit dem Ganzen. Ja, meine Mutter mag meine Partnerin leider nicht. Die denkt halt, es gibt für jemanden Besseren für mich. Die hat mit dem Lesbischsein jetzt weniger Probleme, aber die denkt halt, es gibt jemanden Besseren für mich und so. Und ja, das ist halt schwierig. Ja, jetzt bin ich ja seit Juli in der WG eingezogen. Das ist eine gemischte WG, das wusste ich von Anfang an. Nur ist das Problem halt, dass hier ziemlich unterschiedliche Leute sind und die meisten auch Männer. Und in den letzten Monaten hat sich das ziemlich zugespitzt, also dass Männer hier mit nacktem Oberkörper rumlaufen und ja, also teilweise rumschreien und so, dass es uns total triggert und so. Und jetzt kommen auch, wir müssen leider einen Pflegedienst in Anspruch nehmen jeden Tag und jetzt kommt es halt immer mehr Männer im Pflegedienst und es wird sich beschwert über Unsauberkeit, über die Kuscheltiere, die bei uns rumliegen und so. Aber es ist halt so, dass ich nicht alles kontrollieren kann. Es passiert halt einfach mal, dass ich wechsle und irgendwie Innenkinder meinen, am Boden irgendwas zu malen oder irgendwas am Boden hinschmeißen und ich krieg's halt einfach nicht mit, weil ich es nicht sehe und dann der Pflegedienst weiß halt nicht so Bescheid. Und denkt halt, ja, warum kann sie das als erwachsene Person nicht aufräumen und so? Und warum macht sie das überhaupt? Und
Da ist halt sehr viel Unverständnis und ich fühle mich zurzeit halt überhaupt nicht wohl mit der Situation. Ich habe auch immer mehr Schmerzen und Angstzustände. Es ist mittlerweile halt so, dass ich, wenn ich unterwegs bin, irgendwie gar nicht nach Hause möchte, weil ich irgendwie Angst habe, was passiert jetzt schon wieder. Und ich fühle mich einfach total unwohl und ja, die Männer vom Pflegedienst, die machen mir jetzt eigentlich nichts, die sind eigentlich auch ganz nett, aber es ist halt das Problem, dass ich mich vor denen ausziehen muss und die akzeptieren es auch nicht, dass ich das nicht kann oder dass es für mich schwierig ist und das ist, das löst halt jedes Mal wieder Trigger und Angst aus und so und zurzeit ist halt ganz, ganz viel Angst. Und ja, jetzt haben wir gedacht, wir könnten in München eine Sozialwohnung beantragen, weil ich und meine Partnerin zusammenziehen möchten. Und das funktioniert aber leider nicht so, wie wir das gedacht haben, weil wir beide, also sie kommt aus Rosenheim und ich habe immer wieder in verschiedenen Orten gelebt, weil die WGs entweder gesagt haben, ja, sie können das nicht tragen oder das passt nicht so oder es mir einfach nicht gut ging. Und deswegen bekommen wir keine Sozialwohnung in München, da müssten wir 5 Jahre warten. Und ja, jetzt auf dem freien Wohnungsmarkt ist es halt wahnsinnig schwierig, weil wir kriegen halt von der Grundsicherung ein Budget, was wir halt ausgeben dürfen. Und das ist wahnsinnig schwierig, auf dem freien Wohnungsmarkt zu finden, was halt passt vom Preis her. Und oft, wenn ich halt dann anrufe und sage, ja, ich und meine Partnerin möchten da einziehen und wir beziehen Grundsicherung, dann heißt es gleich, nee, sorry, also da wir haben schon jemanden anderen oder sonst irgendwas. Und es ist halt für mich echt frustrierend, weil ich einfach das Gefühl habe, ich möchte gerne halt raus aus der WG, aber es funktioniert alles nicht so, wie ich soll oder wie das halt einfach gut wäre. Und meine Betreuerin hört sich auch schon um. Ich habe jetzt seit Januar eine neue gesetzliche Betreuerin, die aber sehr mir die Freiheiten lässt und ich kann auch Online-Banking machen und so, die sich eigentlich nur um Behördenkram kümmert und das eigentlich sehr auch in meinem Sinne macht und so. Und die hört sich eben auch um, aber es ist momentan fast aussichtslos und diese Aussichtslosigkeit, das ist für mich halt ganz schlimm, weil ich einfach auch Macher bin. Ich möchte gerne halt was irgendwie verändern, aber ich suche und mache und irgendwie verändert sich's nicht. Und ja, ich denke auch dadurch bedingt sind meine Schmerzen immer schlimmer geworden. Mittlerweile ist es so, dass ich manchmal gar nicht aus dem Haus gehen kann, weil es einfach so viel so weh tut und so. Und Schmerzmittel vertrage ich leider nicht. Also da bin ich die ganze Zeit nur am Schlafen. Und das ist halt ein Leben, was ich nicht möchte. Also nur die ganze Zeit im Bett liegen und schlafen, das wird mich verrückt machen. Und deswegen, ja, versuche ich halt, ich habe jetzt am Dienstag einen Termin bei der Neurologie im Schmerzzentrum und ich hoffe jetzt halt, dass die irgendwas rausfinden, weil ich halt schon bei so vielen Neurologen war und die gesagt haben, ja, das ist halt psychisch und da kann man nichts machen und ich möchte halt jetzt endlich rausfinden, was Sache ist, weil mich das einfach total wahnsinnig macht. Ja, und das war jetzt erstmal so eine Momentaufnahme von mir, wie es mir so zurzeit geht. Und ich werde versuchen, regelmäßiger zu bloggen. Und ich wünsche euch allen einen schönen Tag und hoffe, ihr... ja, ihr hört mir weiter zu und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder Tipps oder irgendwas, was ich zurzeit machen kann, dann bin ich natürlich auch sehr froh. Also ich wünsche euch alles Gute. Ciao.